Im kleinsten Bundesland Bremen wird morgen das Landesparlament, die Bürgerschaft, neu gewählt. Zur Stimmabgabe in dem Zwei-Städte-Land sind mehr als 450.000 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen. Umfragen zufolge wird es ein enges Rennen von SPD und CDU mit leichtem Vorsprung für die Sozialdemokraten von Bürgermeister Bovenschulte. Er steht seit 2019 an der Spitze eines rot-grün-roten Senats. Wahlkampf-Endspurt in Bremen. Die SPD hat mit Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil und Kanzler Olaf Scholz zwei zur Unterstützung geschickt, die wissen, wie man Wahlen gewinnt. Die Sozialdemokraten führen laut jüngsten Umfragen in Bremen knapp vor der CDU. Ich habe den Anspruch, dieses Land politisch zu führen, damit wir starke Wirtschaft, gute Arbeit haben, sichere und saubere Städte, eine Gesellschaft des sozialen Zusammenhalts und einen innovativen Klimaschutz und Digitalisierung. Ein weiteres wichtiges Thema im Wahlkampf, die Bildung. Bremen liegt bei Studien fast schon traditionell auf den hinteren Rängen. Jeder Zehnte verlässt die Schule ohne Abschluss. CDU-Kandidat Frank Imhoff sagt, er wolle weniger ausgeben für Verkehrsexperimente, dafür mehr für neue Lehrkräfte. Wir müssen erstmal für das Kerngeschäft das Geld aufbringen. Das heißt, für Bildung, innere Sicherheit, da muss erstmal das Geld rein. Aus formalen Gründen nicht antreten darf die in Bremen zerstrittene AfD. Sie hatte zwei Wahllisten eingereicht. Davon profitierte in jüngsten Umfragen die rechtskonservative Wählervereinigung Bürger in Wut, die nach der Wahl mit der Partei Bündnis Deutschland fusionieren wird. Die FDP bangt um den Einzug. Die Grünen müssen mit deutlichen Verlusten rechnen. Ein Grund, die umstrittene Verkehrspolitik in Bremen. Die Bremer Linke gilt als pragmatischer Landesverband und lag zuletzt bei 10%. Beide, Grüne und Linke, würden das bestehende rot-grün-rote Bündnis wohl gerne fortführen. Nachgefragt direkt bei meinem Kollegen Jan Meyer-Wente in Bremen. Wie stehen denn die Chancen, dass das rot-grün-rote Bündnis nach der Wahl weiter besteht? Die Chancen stehen gut. Das kann man nicht anders sagen. Laut den jüngsten Umfragen würde es von den Zahlen her dafür auch reichen. Und der Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat auch schon gesagt, dass das Bündnis seiner Ansicht nach gute Arbeit geleistet habe. Daraus kann man durchaus schlussfolgern, dass er das Bündnis auch gerne fortführen würde. Jetzt geht es natürlich darum, wer fährt welches Ergebnis ein und wer leitet daraus welche Absichten für eventuelle Koalitionsverhandlungen ab. Und dann muss man halt klären, wer findet da zusammen. Die Alternative zu Rot-Grün-Rot wäre momentan eigentlich nur eine große Koalition. Auch da hat der Bürgermeister schon mal durchblicken lassen, dass er dafür durchaus zu haben wäre. Und auch die CDU könnte sich das meiner Einschätzung nach durchaus vorstellen. Und das wird dann halt nach der Wahl entscheidend sein, welche Positionen man da austauscht. Und um welche Themen ging es denn im Wahlkampf und wie sind da die Parteien aufgetreten? Es geht im Land Bremen, das natürlich zu einem nicht unbedeutenden Teil von Armut betroffen ist, natürlich immer um die Themen Wirtschaft, Jobs. Es gibt aber noch drei andere große Themen. Das war einmal die innere Sicherheit. Da geht es vor allem um die Gegend rund um den Bremer Hauptbahnhof. Da hat Bremen sehr viel mit Drogen und Beschaffungskriminalität zu tun. Ein anderes großes Thema ist wie immer in Bremen die Bildung. Da gibt es sehr zwiegespaltene Ansichten darüber, wie erfolgreich Rot-Grün-Rot da in den letzten 4 Jahren waren. Auf der einen Seite hat Bremen eine gute Quote, was die Abiturientinnen und Abiturienten geht. Also wie viele Menschen machen im Land Bremen Abitur. Andererseits verlässt hier jeder Zehnte ohne Abschluss die Schule. Das ist natürlich etwas, worauf die Opposition sehr, sehr abgezielt hat jetzt im Wahlkampf. Und ein anderes großes Thema waren Verkehr, Mobilität und damit einhergehend natürlich der Klimaschutz. Da gibt es sehr starke Kritik an der grünen Verkehrssenatorin, die hier das eine oder andere Verkehrsexperiment vor allem in der Bremer Innenstadt durchgeführt hat, womit sehr viele Menschen nicht besonders zufrieden sind. Es dürfen in Bremen ja auch 16-Jährige schon abstimmen. Was bewegt die jungen Wählerinnen und Wähler und können die sich denn in den Parteien, die da auf dem Markt sind, sag ich mal, überhaupt wiederfinden? Ja, da waren wir jetzt gerade schon so ein bisschen bei einem dieser Themen Verkehr, Mobilität und vor allem natürlich Klimaschutz. Also auch die Fridays for Future Bewegung ist in Bremen ziemlich stark. Das sind Themen, die jungen Menschen hier umtreiben und da spielen die Grünen natürlich eine wichtige Rolle. Das muss man schon sagen, dass viele junge Menschen sich bei den Grünen da durchaus wiederfinden, einfach was den Willen zum Klimaschutz und zur Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen angeht. Aber natürlich spielt für junge
Menschen im Land Bremen auch das Thema Bildung und Zukunft, Wirtschaft, Arbeit eine Rolle. Also wenn ich in Bremen aufwachse, welche Perspektive habe ich in meiner Stadt Bremen oder Bremerhaven? Gibt es hier Arbeit für mich und kann ich hier einen guten Schulabschluss machen? Kann ich hier vielleicht auch ein gutes Studium absolvieren? Dass die jungen Wähler wichtig sind, das hat auch die CDU gemerkt. Die hat nämlich neben ihrem eigentlichen Spitzenkandidaten Frank Imhoff noch Wiebke Winter mit ins Rennen geschickt. Das wurde dann als Tandem bezeichnet hier im Wahlkampf. Wiebke Winter kennt man auch überregional über Bremen hinaus. Die ist nämlich eine der Mitbegründerinnen der sogenannten Klimaunion, also einer Gruppe innerhalb der CDU, die sich für Klimathemen einsetzt. Und vielleicht ganz kurz noch, eine Besonderheit in Bremen ist ja, dass für die AfD nicht abgestimmt werden kann. Grund ist da der zerstrittene Landesverband. Wie wird sich das auf die Wahl auswirken? Das wird sich insofern auswirken, als dass die Wählervereinigung Bürger in Wut in den jüngsten Umfragen sehr, sehr stark dazu gewonnen hat. Die liegen bei 9 und in manchen Umfragen sogar jetzt schon bei 10%. Das ist ein massiver Sprung für diese Wählervereinigung. Die Bürger in Wut werden nach der Wahl mit dem sogenannten Bündnis Deutschland, das ist eine Kleinpartei, zusammengehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Bürger in Wut erstmals in Fraktionsstärke, also mit 5 Abgeordneten, in die Bürgerschaft einziehen werden, ist sehr groß. Danke für diese Einschätzung. Jan Meyer-Wente nach Bremen.